Logarithmus. Kurz die Erklärung. Was ist es, wozu braucht man es und solche Sachen? Also, wir kennen die Exponentenschreibweise. Also ich schreibe 2 hoch 3 ist gleich 8. 2 mal 2 mal 2 heißt 2 hoch 3 ist gleich 8. Gut. Das kann man auch anders ausdrücken. So ähnlich wie, wenn ich sage 2 mal 7 ist 14, dann kann ich auch sagen 14 durch 2 ist 7. Und so kann man auch sagen, der Logarithmus, so wird das auch gesprochen, der Logarithmus zur Basis 2 von 8 ist 3. Ich habe das hier farblich gekennzeichnet und man müsste eigentlich sehen, was ist denn der Logarithmus? Eigentlich ist das ein Exponent, der rauskommt. Wozu man es braucht, komme ich gleich. Nebenbei, Leute, achtet mal auf die Links, die hier oben immer erscheinen. Hier oben ist ein I, fahrt mit dem Daumen drüber, mit der Maus drüber, dann seht ihr das I. Dann könnt ihr euch nochmal tiefer dazu bilden. Ich habe ja auch zum Beispiel jetzt gleich einen Link angefügt, der heißt Übungen. Also da kann man, man muss sich wirklich umgewöhnen, das so blöd hinzuschreiben. Aber wozu braucht man es? Beispiel, typisch für Zinsberechnung, Zinseszins und so weiter. Ich lege 1000 Euro an und nehme mal an, ich würde immer 3% bekommen als Zinsen und es verzinst sich und das schon verzinste verzinst sich und so weiter. Und ich überlege, wie lange müsste ich das Geld anlegen, damit ich 1 Million Euro auf dem Sparbuch habe. Gut, ich sage, okay, erstmal kümmere ich mich hier rum, ich teile durch 1000 Euro, weil das ja schon mal alleine stört. T soll ja alleine stehen, also durch 1000 Euro. Dann kürzen sich die Euros weg. Wie das alles funktioniert, da gibt es einen ganzen Kurs, wie man Gleichungen löst, also von ganz einfach bis immer schwerer und so weiter. Dieser Link, der erscheint dann hier. Also, 1 Million durch 1000 ist 1000. Die Euros, Euro durch Euro ist 1, das kann ich mir sparen. Und dann steht hier, so ähnlich wie hier oben, 2 hoch 3 gleich 8 steht, steht hier 1,03 hoch t, t wie Time, weiß ich ja noch nicht, ist 1000. Und jetzt schreibe ich das in Logarithmenschreibweise um. Das heißt, der Logarithmus zur Basis, die 1,03 sind die Basis, von dem eigentlichen Ergebnis der Exponentenschreibweise von 1000 ist gleich t. Und das kann ich nämlich jetzt in den Taschenrechner eintippen und dann kriege ich raus 233,67 und weitere Jahre. Das würde also lange dauern. Aber man kann also den Exponenten zu irgendeiner Basis rausbekommen, wie das alles funktioniert. Dazu Logarithmen, Berechnungen und so werde ich zum Schluss wahrscheinlich auch diesen Link anfügen, aber jetzt hier oben schon mal. Wozu braucht man es noch? Exponentielles Wachstum und Zerfall. Wachstum wäre es hier, wenn hier immer mehr wird. Also ich lege 1000 Euro an und mit 3% Zinsen 233,67 Jahre lang, dann erhalte ich 1 Million Euro. Das wäre Wachstum. Das gleiche gibt es auch bei Zerfall und speziell Halbwertszeiten. Alles links hier oben beachten. Also hier oben passiert was. Ja, und ich denke mal, das müsste erstmal als Kurzerklärung genügen, wozu der Logarithmus überhaupt da ist. Gut, ach so, noch was, entschuldigt, das waren die allerersten Videos, die ich damals vor 4 Jahren aufgenommen habe, die Logarithmen-Videos. Der Ton ist denkbar übel. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Tschüss.